Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Evil Waits. Jo, das Demo war richtig geil und ich freue mich heute wirklich auf ein neues Spiel. So, ihr habt es gesehen, ich habe nochmal ganz kurz angefangen, nur um zu gucken, ob alles funktioniert. Deshalb ist da ein Speicherding drin. Und ich bin richtig gespannt, wie gut das Spiel ist. Es ist leider nur in Englisch, Jungs. Ich hoffe, das merkt man nicht zu euch Schwierigkeiten. Irgendwas war da gerade in dem Fenster, hinterm Fenster gestanden. So, jetzt sind wir also da. Das Mädel. Mal kurz was gucken, vielleicht kann man da irgendwas rausklauen. Nicht wirklich, ne? Eins ist die... Ne, da hinten dran kommt man nicht. Also gehen wir rein. So. Da liegt jetzt ein Buch. Das war's schon. Das habe ich schon gesehen. Ja, ja, bla bla bla. Interessiert keine Sau. Den Schlüssel nehmen wir natürlich mit. Und weiter habe ich es noch gar nicht gespielt. Wie gesagt, ich habe es nur ganz dezent kurz ausprobiert. Die Autos sind explodiert. Wir nehmen unsere Knarre und gehen jetzt erst einmal los. So. Gut. Das Training war hart für heute. Aha. Wie auch immer. Cool. Aha. Alles klar. Danke. Gehen wir mal vorwärts, weil rückwärts können wir nicht. Und da ist eine, jawohl, eine Kiste, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Perfekt. 20 Schuss, 30 Schuss, Entschuldigung, ich habe eine 10 in der Knarre drin, da blinkt was. Ja, Wahnsinn, also nämlich. Oh, geil, der hat sogar einen Laser, das ist ja der Hammer. So, da leid nichts außer ein paar Reifen und was weiß ich was. Was ist da? Auch nix. Warte. Es war sauklar. Oh. Gut. Erste Gegner erledigt. Und mit dem Laser, das hilft natürlich schon ein bisschen weiter, ne? Also. Oh, oh. Ein Büchchen. Crouch Roll mit Space, ja, das haben wir schon rausgefunden. Medikit müssen wir mit C nehmen, okay.
Alles klar. Crouch CTRL. Ah ja. Konnte ich sich da so bewegen? Ah, okay. Alles klar. Sauber. Ey, die brauche ganz schön viel, hey. Oh, Medikit. Danke. Läuft. Finde ich aber nett, dass du mir das da gelassen hast. Blinkt und tut. Jawohl, als Hermit. Hey, anscheinend braucht man da unheimlich viel. Geil. Läuft. 10 von 26. Also das ist natürlich. Also 36 Schuss. Also ich hoffe, das reicht mir. Aber ich habe so ein blödes Gefühl, da kommt einiges auf mich zu. Das hat man ja auch in der Demo. Toolkit. Ich gucke, ob dann irgendwelche Kisten rumstehen, wo man vielleicht eventuell. Lass mich raten, das Ding geht kaputt. Im Prinzip ist es genau dasselbe wie beim Demo, muss ich sagen. Also da hat sich bis jetzt noch nichts dran verändert. Ich muss dann natürlich da hinten durch das Tor durch. Wie war das so, ne? Oh Mann. Oh. Note. Das finish, das finish, das ist das Gefühl, so confirm next steps. Y close. Wieso jetzt auf MY? Nee, F. Also ich habe 37 Schuss, das ist ein Hauholz. Und noch irgendwas? Die Kiste da? Kann man da irgendwas ausstellen? Auf den Mauern liegt nicht zufällig irgendwas rum. Weil das war ja im Demo genauso, dass da zwischen den Schlitze da irgendwie was rumgelegen war. Sollen wir mal alles schön angucken, nicht, dass wir irgendwas übersehen. So, da war doch irgendwas mit einer Werkbank oder irgend sowas in der Art. Na, jetzt. Vielen Dank. Ja, am Anfang hat man mal ein bisschen mehr Munition gekriegt, jetzt anscheinend nicht mehr. Für die Scheiße. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Ah! Safe-Punkt! Nice! Backbench. Toolkit Damage. Ah! Muss gut bleiben, alles da. Machen wir das gleich mal auf 2. Gut. Also du kannst dein Zeich hoch machen, das ist natürlich geil. Na, das kann, das haben wir ja. Ja, passt schon, passt schon, passt schon.
Also gesaved haben wir. Ja, das ist das. Ja, passt schon. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt so ist wie im Safe-Ding, dass wenn wir zurückgehen, dass da wieder alles voll ist mit Monster. Also brauchen wir nicht wirklich, ne? Also, weil du nimmst ja unheimlich viel Munition weg. Also, dem Ding kann man nicht nachgucken. Da war das letzte Mal auch irgendwas gelegen. Ich glaube, in dem Haus da vorne, das war doch das. Was ist denn das? Kann man das abschießen? Wieso leuchtet der so? Ja, fick dich doch, was ist denn das? Aha. Okay. Pumpgun! Ja, Mann. Wer damit? Oh, First Aid Kit. Woman's Restroom. Ja, da haben wir noch keinen Schlüssel. Oh, Alter, das ist das Ding mit der. Oh, das war ja so heftig, wo wir so ewig rumgemacht haben. Toolkit. Sauer. Was ist das? Das Ding ist voll. Ich glaub's ja nicht. Ernsthaft? Gut, 5 von 10. The ladder take me higher. Also die Leiter bringt mich höher. Willst du den Stars fall down? The trees remain straight as a blade as a crown. Aha. Also die Leiter bringt mich höher. Hat mir das irgendwas zu sagen? Ja gut, die Munition läuft mir nicht davor. Erstens mal kommen wir hier sowieso wieder zurück, weil ich mir brauche ja den Schlüssel für. Ja. Jetzt kann ich es mitnehmen. Perfekt. Wie gesagt, da fehlt ja dieses Schraubdingsbums da und da müssen wir das irgendwie rauskriegen und da hinten war irgendwo dann diese Kiste mit der schöne Knarre drin. Der lässt Munition fallen. Ja, wie geil ist das denn? Die sind doch da aus dem komischen Teich da rausgekommen. Anscheinend nicht. So, jetzt brauche ich den Schlüssel. Jo. Medikit nehmen wir natürlich dankend an. Noch ein Büchchen. Oh, ja, geil. Da gibt es irgendwo diese. Die Pumpgun. Doch irgendwas. Oh, nee, das passt.
das? Ein Sternensymbol? Die Leiter bringt mich höher. Irgendwie kann man doch da... Was bringt mir das jetzt? Keine Ahnung, was ich jetzt ausgelöst habe, aber... Oh, Women's Restroom. Da oben war irgendwo die Shotgun-Geläche. Yo! Sections mit. Toolkit, geil, läuft. Da kannst du doch bestimmt irgendwie was aufbauen, dass du mehr im Magazin drin hast oder sonst irgend sowas, keine Ahnung. Die hat auch ein Ding drin. Ey, das ist hier der Hammer. Gefällt mir. Ansonsten ist da ja nichts mehr, ne? Bleib liegen. Die machen ganz schön schade, die Sauviecher. Oh, da liegt was, guck mal. Geil, Mann. Chlor, ich habe jetzt mit dem Ding, habe ich jetzt das Teil da ohne hier aufgemacht. Das war ja vorher zu, das ist immer richtig geil. Hallo, ich wollte wieder zurück meine Munition holen. Hallo.
jetzt. Schweine! Ich will mal Muni! Her damit! Her damit! Haha! Ah, wieder 50 Schuss, geil! Läuft bei mir! Also da haben sie vom Demo her haben sie überhaupt nichts geändert. Das ist alles wie im Demo. Munition füllt sich nicht mehr auf, finde ich scheiße. Die Viecher bleiben anscheinend alle Leiche. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass da dieses Rädchen da drin liegt. Ja. Das dachte ich mir. Toolkit, jawohl. Popgun, geil. Wie viel Schuss haben wir da? 24 Schuss, geil. Läuft bei mir. Jungs, ich würde sagen, wir gehen erst einmal, bevor wir das Teil da jetzt mache, gehen wir erst einmal schnell zurück und holen uns mal machen mal einer auf Speichern. Sicher ist sicher. So, jetzt würde mal gucken. Also der hat ja eigentlich Reload Speed. Nehmen wir mal. Aha, drei Stück habe ich noch. Hatte ich doch nicht zwei Stück? Gut, jetzt will ich mal kurz was gucken. Aha! Jetzt geht er schon auf 12, also okay, okay. Das ist absolut in Ordnung. Ja, was ist dann jetzt? Geil, Mann. C. Warte mal. Ah ja, okay. Okay, 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 okay. So, dann würde ich sagen, machen wir hier am besten jetzt erst einmal der erste Cut rein. Also das ist echt genau wie im Demo. Richtig, richtig geil. Also gefällt mir unglaublich gut. Ich bin echt nur gespannt, wie es dann weitergeht. Fakt ist, wir müssen jetzt irgendwie dieses Puzzle da hinten mit den Rohren, die verschiebe sich, ja. Das musst du dann irgendwie machen. Und weil da hinten halt diese MG drin liegt, diese AK-47 oder was auch immer, die will ich natürlich haben. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben, es wird mich freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage hier an dieser Stelle Tschüss, ciao mit V und grüßt mir die Hühner.